Holz ist ein sehr wertvolles Material und im Garten kann es sehr vielseitig eingesetzt werden, sogar so weit, dass es eure Pflanzen unterstützt. Und ich möchte euch jetzt einfach mal ein paar Einsatzmöglichkeiten von Holz in dem Video näher bringen, ein paar Tipps geben und auch ein bisschen erklären, warum ich das genau so mache. Über diesen Winter hinweg habe ich von sehr vielen Leuten Astrückschnitte und Holzreste bekommen. Die habe ich zum Beispiel gehäckselt und da auch zum Beispiel meine Beete mit gemulcht mit Holzhäckseln. Zum Beispiel in einem Video, was ich euch hier oben verlinke, wo ich ein No-Dig-Beet angelegt habe. Da habe ich das oben als Mulch hingelegt, einfach aus dem Grund, weil diese Holzhäcksel einerseits Wasser aufsaugen und da auch das Wasser speichern können. Und was mir auch sehr wichtig ist, warum ich das auch nutze in meinen Beeten, ist, oder auch zum Beispiel im Kompost, damit ich mehr Pilze ansiedeln kann, also diese Mykorrhiza-Pilze, die mit meinen Pflanzen in Symbiose gehen. Da gibt es zwei verschiedene Arten. Entweder die docken einfach an den Wurzeln an und erweitern sie. Gibt auch die andere, die dann noch mal ein bisschen in die Pflanze mit eindringen, in die Wurzeln, und dann noch eine größere Symbiose mit einhergehen. Und wenn diese Symbiose besteht von Pilz und Pflanze, dann erweitern sich sozusagen die Wurzeln und die Pflanze kann tiefere Erdschichten erschließen, ist dadurch auch zum Beispiel in der Trockenheit Wasser, ja, kann sie mehr Wasser holen, ist also beständiger gegenüber die Trockenheit. Und was auch noch sehr wertvoll ist, die entsprechenden Nährstoffe und das Leben, was halt tief in dem Boden ist, dass die Pflanze dadurch nochmal besser wächst und im Gegenzug dafür, dass halt die Pflanze da weitere, ja, Bakterien, Nährstoffe und sowas erschließt, auch das Wasser bekommt die Pflanze. Der Pilz bekommt dann das Chlorophyll, also diesen Zucker halt, damit der auch mal mit wachsen kann. Und die Pflanze wächst ja auch dadurch halt größer, weil die halt in diese Symbiose geht. Das ist zum Beispiel für mich ein wesentlicher Grund. Deshalb tue ich auch sehr gerne grobe Holzreste, Holzhäcksel, meine Hochbeete als unterste Schicht rein, mache daraus Hügelbeete oder mache da auch einen Kompost als unterste Schicht. Gibt halt beim Kompost nochmal zusätzliche Struktur rein, weil das Holz ein bisschen länger braucht zum Zersetzen, und dann wird es halt dann eine schön krümelige und humusreiche Erde, wie ich es halt auch gerne mag. Bei dickeren Holzstückchen, die jetzt nicht durch meinen Häcksler gehen, das hatte ich auch mal dieses Jahr mit einem ziemlich dicken Buchs, und bei Buchs habe ich dann auch feststellen dürfen, dass es ein ziemlich starkes Harzholz ist. Jedenfalls habe ich das für meine Pflanzenkohle verbrannt, habe ich auch schon mehrere Videos gemacht, werde ich euch auch oben in der Infokarte verlinken oder wenn es vielleicht auch auf der anderen Seite ist. Jedenfalls mache ich da auch meine eigene Pflanzenkohle, um halt da auch wieder meine Beete wieder mit aufzubessern. Die Pflanzenkohle sorgt ja Mikroorganismen mit auf, Nährstoffe, und die gibt dann auch langsam das weiter an die, ja, an die Pflanzen später dann. Deswegen auch Holz dafür auch nutzen, um halt eine Pyrolyseverbrennung zu nutzen. Eine kleine Unterbrechung für eine kurze Mitteilung, und zwar habe ich zwei neue Kurse veröffentlicht, eine 42-Tage-Challenge für die Grundlage in die Permakultur und eine 22-Tage-Challenge für die Grundlage in die schleimfreie Heilkost, vegane Rohkost und dem Fasten. Beide Kurse findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dieses Jahr habe ich mich auch dazu entschieden, meine Wege mit Holzhäcksel auszulegen. Einfach aus dem Grund, weil ich dann dieses Jahr gemerkt habe, wo es jetzt auch im Winter sehr feucht ist und man da die Stiefel immer hin und her läuft, dann macht man da einfach alles nur zu Matsch. Die Stiefel werden dreckig, muss ja immer wieder die sauber machen. Man sinkt auch ein bisschen ein, mit der Schubkarre wird es dann auch immer etwas unangenehmer. Deswegen habe ich das mit 10 bis 20 cm dick Holzhäcksel ausgelegt. Einfach dadurch, dass es dann nicht mehr so matschig wird, der Boden auch geschont wird. Also zum Beispiel im Sommer, wenn jetzt dann da die Sonne drauf knallt, dann ist der Boden trocken, Risse bilden sich und das Wasser steht dann wahrscheinlich auch dort oder flutet dann eventuell auch die Beete. Das finde ich halt nicht so klasse. Deswegen auch die Holzhäcksel, dass sich vielleicht auch dort unten Regenwürmer und Pilze mit ansiedeln, weil ja halt die Wege neben meinen Beeten ist, dass halt die Pilze dann auch von diesen Wegen rüber meine Beete gehen und da nochmal zusätzlich die Pflanzen unterstützen. Das ist auch so ein Vorhaben, was ich damit bezwecken möchte. Folgender Tipp könnte für Geflügelhalter wie zum Beispiel Hühner sehr interessant sein. Und zwar kann man, wenn man recht feine Holzhäcksel hat, kann man damit so eine Deep Bleater Methode Verfahren anwenden. Das heißt, dass man in seinem Stall, wo zum Beispiel die Hühner drin sind, da Holzhäcksel auslegt, 10, 15 cm zum Beispiel oder 20 halt, und dadurch
gibt es halt Leute, die damit nur noch einmal ihren Stall ausmisten. Hat einfach den Grund, dass halt es, wenn die Hühner koten und ihre Ausscheidungen damit einbringen, dass halt das von dem Holz aufgesaugt wird und dadurch halt auch mit dem Mist das noch zusätzlich besser kompostiert wird. Das heißt, wenn ihr dann den Stall ausmistet, habt ihr schon eine Vorkompostierung und könnt dann den Hühnermist auch etwas früher nutzen. Ich werde euch da unten in der Videobeschreibung auch ein paar Artikel bzw. auch Videos finden, wo ich euch noch ein bisschen näher informieren könnt. Das ist ein recht nettes Verfahren, um halt auch sehr viel Zeit zu sparen. Und ja, wenn man halt die Holzhäcksel übrig hat, dann würde ich das auch jedem empfehlen. Nutzt auch die Rückschnitte von euren Bäumen für Totholzhecken oder Totholzhaufen, weil dort siedeln sich sehr viele Insekten und Käfer auch an, die sich da in das Holz reinbauen und die es halt einfach als Zuhause bzw. als Brutraum benötigen. Vor allem Wildbienen gibt es da einige, die das gerne nutzen. Wenn ihr auch größere Totholzhaufen habt, dann können sich natürlich auch andere Tierchen damit ansiedeln, wie zum Beispiel Igeln. Ich glaube, Echsen habe ich da auch mal in Holzhaufen mal mit rumlaufen sehen. Also solche Tierchen sind da sehr dankbar dafür, wenn man so einen Holzhaufen auch aufbaut. Wenn ihr jetzt zum Beispiel recht nah an einem Wald wohnt und ihr Probleme zum Beispiel mit Rehen oder Hasen habt, die an euren Bäumen vielleicht rumknabbern, dann tut ihr in der Nähe von euren Bäumen auch Totholzhecken hinstellen, weil zum Beispiel die Hasen dann eher an dieses Totholz halt hingehen, um halt dort anzukommen. Das heißt, könnt ihr auch nochmal zusätzlich als Ablenkung mit nutzen. Und zum Abschluss kann man natürlich auch aus Holz sehr viel bauen, zum Beispiel Gerüste für Bohnen zum Beispiel, Hochbeete aus Holz. Dann, was ich gemacht habe, ist Bambus klein geschnitten und daraus auch Insekten- und Bienenhotels gemacht. Es gibt auch Leute, die bauen aus Holz zum Beispiel Gewächshäuser, habe ich auch schon welche gesehen. Das ist auch richtig interessant und schaut auch richtig gut aus. Also da kann man auch einiges machen, wo man ja Holz mit bei sich im Garten integrieren kann. Das waren jetzt so meine Tipps und Tricks, wie ihr zum Beispiel Holz bei euch im Garten mit integrieren könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren und bitte dabei nicht vergessen, auf die Glocke zu drücken, da werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und gerne könnt ihr Freunden, Bekannten und Familien von mir mein Projekt erzählen. Teilt auch gerne das Video, das ist auch sehr erwünscht in Social Media Plattformen. Und sonst findet ihr noch weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich und mein Projekt unten in der Videobeschreibung. PayPal, Patreon, Banküberweisungen gehen auch, also ganz normale Spenden. Merchandise findet ihr alles unten in der Videobeschreibung, wenn ihr Interesse habt. Und sonst natürlich, wenn ihr auch weitere Nutzungsmöglichkeiten für Holz im Garten habt, wenn ihr auch Erfahrungsberichte habt, gerne unten als Kommentar reinschreiben und dass wir uns auch ein bisschen mit austauschen können. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin,